So, nun, Ignacio Ramblas aus Spanien. Im Spanischen mit einem imposanten Hengst, der beim Publikum immer wieder gut ankommt. Der Mann aus Jerez, dort, wo ja die nächsten Weltmeisterschaften stattfinden werden im Jahr 2002. Herr Metivento, ebenfalls einen beeindruckenden Ross bei den Olympischen Spielen in Atlanta, 11. in der Einzelwertung. Der Ritt von Anki van Gronsven übrigens vor der Pause, deshalb wundern Sie sich nicht, dass da Platz 1 noch stand. Sie ist im Moment an dritter Stelle liegt. Natürlich zu den Klängen seines Landes eine Kür beginnend. Das bringt natürlich dann dementsprechend Stimmung so ein bisschen auch bei den Zuschauern. Ich schätze, es dürften etwa 5000 sein, die heute bei der Dressur hier live vor Ort sind. Natürlich alles sehr spektakulär aus. Einem Pferd, das sich in seinem Gebäude natürlich schon erheblich von denen unserer Pferdezucht unterscheidet. Sehr kräftiger, bemuskelter, aber auch kurzer Hals. Pferd, das sich auch sehr eng dadurch präsentiert in seiner Haltung. Und aufpassen muss, nicht hinter die senkrechte Linie zu kommen in der Aufrichtung. Thank you.
Geschwindigkeitsgrad höher zu werten, die fliegenden Wechsel auf dieser gebogenen Linie, auf diesem Zirkel geritten als auf gerader Linie. Schwieriger natürlich,